Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich hatte euch letztens gefragt, ob ihr mir euren Kopfbau mal als Video schicken könnt, damit wir darauf reagieren können, und genau das machen wir auch heute. So, also, der Erste, der uns ein Video geschickt hat, ist der gute Basti. Da schauen wir jetzt auch direkt mal rein. Sieht schon mal nach einem sehr, sehr geilen Setup aus. Und der Titel ist auch gut. Genau. Besser als Abbas, Marv entscheidet, Kopfbau-Feedback von Shisha-WG. Ich glaube, schlechter geht's auch gar nicht. So, hallo Leute, ich bin der Basti, ich komme aus München, bin 24 Jahre alt und ich habe bei der Shisha-WG im Livestream gehört, dass wir mal unseren eigenen Kopf bauen sollen und das zeigen sollen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn gerade schon gebaut, aber ihr seht es gleich. Ich muss nur die Aufnahme nochmal machen, weil ihr wisst ja, 1080p war mir wichtig. War tatsächlich eine Voraussetzung. Ja. Ich wollte so, ne, wenn wir das hier auf dem Fernseher gucken und wenn das in ein Video kommt, dann war es mir wichtig, dass da ein gewisses Mindestmaß... Die Quali übereinstimmt ja. Alles, ne? Nee, ist wenigstens halbwegs. Dann soll er das auch kriegen, ne? Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Kritisiert bitte nicht meine unordentliche Wohnung. Single-Haushalt. So, legen wir doch erstmal los. Und das allererste, was wir machen, ist natürlich... Cola-Anzug. Dafür habe ich übrigens einen... Echt so, und ich wusste gar nicht, dass Smokezilla auch einen Toaster hat. Ich sag mal so, wenn du nicht mehr als 3 Kohlen anmachst, ist der Toaster okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Na klar. Aber ich finde ihn nicht, also es ist nicht mein Lieblingskohleanzünder. Nein, der ist auch nicht besonders schön. Das auch nicht. Also ich würde mir lieber eine Platte holen. Ja. Aber gut, er kriegt seine Kohle an. Er macht immerhin nicht auf der Herdplatte. Ja. Also ist schon, ist besser, schon mal besser als Abbas. Ein Riesenvorteil gegenüber Abbas, ja. Fangen wir mit dem eigentlichen Thema mal an, und zwar mit dem Kopf. Und zwar. Ah, da ist schon direkt der erste Oblako am Start. Ich dachte eben schon, das wäre die Hooker Club Show Edition. Nee, aber das ist die Buskurims, ja, oder? Oblako Funnel M in hellblau. Ich habe keine Ahnung, ob der noch einen speziellen. Ja, das ist Buskurims, ja. Da steht nämlich am Anfang, B ist anscheinend das russische V. Ja. Keine Ahnung. Hat, aber vielleicht kannst du dazu was sagen, Marv. Buskurims, ja. Ansonsten rauche ich jetzt einen Aquamenta Lemonberry, leider keine Etikett mehr. Also wahrscheinlich auch schon der zum Selbstanfeuchten. Wahrscheinlich. Drauf, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Legen wir los. Kein Fall. Das erste, was wir machen, ist natürlich... Sogar noch Top-Down-Ansicht. Mhm. Sehr, sehr nice gemacht auf jeden Fall. Schon mal ein echt krasses Video auch mit Übergängen und so und Moderation am Anfang und kommentieren die ganze Zeit. Basti, YouTube-Channel ist da. Dann holen wir uns den Oblako zur Hand. Den stelle ich mal hier her, dass er ungefähr mittig liegt. Jetzt der Kopfbau. Und dann machen wir eigentlich nichts anderes, so wie wir es vom Meister gelernt haben. Vom Meister. Locker mit der Gabel in den Tabak rein und locker fluffig grau. Interessant, wie viele mit Gabel mittlerweile bauen, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, da ist der erste Tabak im Löchelein. Ah, gerettet. Gerettet. Ah, es hängt noch was drin. Passiert. Ja. Aber er macht den Kopf schön voll, muss man sagen. Ne? Also ja. Ich bin jetzt mal gespannt. Auch schon fertig. Ich kann es super schlecht einschätzen. Also das sieht mir höchstens nach Noppenkontakt aus, glaube ich. Wenn er das jetzt noch verteilt und ein bisschen zurechtrückt, / andrückt. Gerade oben aus, die Kante jetzt oben im Bild, das ist sehr leer. Also da wird auf jeden Fall noch was hinpacken müssen. Ja, links ist auch noch eine dicke Lücke. Vielleicht legt er auch noch was nach. Ja, schau mal. Ich habe jetzt mal einfach mal Tabak reingetan. Ich weiß noch nicht, ob es genügend ist oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich tue den Tabak aber erstmal weg und hole mir jetzt etwas Hilfe von diesem schönen Teil hier. Mit dem mache ich das immer und dann verteilen wir mal den Tabak. Anstecher. Weißt du, so ein Essstäbchen, Schaschlik-Spieß aus Holz für Kopfbohrstecher. Ey, kreativ muss man sein, ne? Solange man seinen Kopf gebaut bekommt. Genau. Und schauen, dass wir hier einen schönen, fluffigen Topf hinbekommen. Also immer wieder im Zeitraffer, also schön verteilen das Ganze. Sehr angenehm verteilen, aus der Mitte holen, vom Rand wegmachen, gucken, dass es gleichmäßig liegt. Ich bin sehr gespannt, wenn wir gleich die Ansicht von der Seite sehen, oder also hoffentlich kommt eine, dass wir sehen, wie voll das Ganze ist, weil er sieht nicht super voll aus. Also ich wäre immer noch bei meiner Aussage, ist höchstens Noppenkontakt. Ja. Also Vollkontakt ist bestimmt nicht. Aber vielleicht dreht er das Ding auch gleich um. Hat er Topf gesagt? Oh, hat er echt? Habe ich nicht gehört eben, muss ich sagen.
Hoffentlich hat er nicht Topf gesagt. Das wäre jetzt mein Topf, so wie ich ihn machen würde. Ich weiß, es war jetzt nicht ganz mittig, aber ich hoffe, es passt. So von der Seite her. Du hast doch relativ hoch, ne? Ja, wenn man es so sieht. Eines könnte allerdings Probleme bringen, wenn das. Wir haben ein ganz gutes Ergebnis. Wir kommen jetzt zum nächsten Part, und zwar dem der Smokebox. Ich habe hier. Oh, da ist der erste Callout Lotus 1 plus Nieris. Also bis jetzt sind wir bei sage und schreibe 100%. Ja, definitiv. Den weltbekannten Callout. Callout 1 plus oder so. Ihr habt auch die klassischen drei Flecken hier. Ja. Hier, hier. Und hier, wo du ihn nicht ganz trocken bekommst. Was aber zum Glück beim 1 Plus kein Problem ist, weil die Kohle ja nicht auf dem Boden liegt. Das heißt, es ist gar kein Ding, das trocknet innerhalb der ersten Minute oder so. Schwarze Edition auf jeden Fall. Und genau, darauf geben wir jetzt unsere Kohlen. Cloud-Kopf ist drauf. Nice. Okay, eine Genesis. Sehr nice. Mit Molassefinger sogar gefärbt. Ist Geschmackssache, wäre jetzt nicht meins, aber... Macht was her. Ich rauche übrigens mit einer Genesis 450. Und ich würde sagen, und testen wir doch mal, oder? Video zum Oktopus. Geil. Läuft sogar noch ein Shisha-WG-Video. So muss das sein, Basti. Sehr, sehr nice. So, hallo und herzlich willkommen zurück hier an meinem Schreibtisch. Hier seht ihr auch schon die Genesis. Also Audioqualität ist echt richtig nice. Ja. Sogar XLR-Mikrofon am Start mit Blue-Mikrofonhalter. Maschallah, Basti. Maschallah. Mit dem Topf, und ich würde sagen, wir... Jetzt haben wir es alle gehört. Aber gut, der kleine eine Fehler sei ihm verziehen. Ne, der Rest sah ja sehr, sehr gut aus. Wir rauchen jetzt einfach mal und schauen, was passiert. Da geht mehr. Da geht sehr mehr. Heiß. Eine der beiden Kohlen habe ich jetzt gekippt. Eine der beiden Kohlen hat sogar gekippt. Das heißt, er hat nur eine drin. Anderthalb, und es ist sehr heiß, aber es raucht nicht. Uff, das ist krass. Man sieht sie ganz leicht da oben. Echt? Ja. Dass es zu heiß ist, aber nicht raucht. Ja. Ich habe das derzeit bei meinem Kilo Green Lean. Ich mache den Kopf komplett voll, ganz normal, setze das Ding drauf. Du hörst, wie der Kopf kocht, wie er wirklich kocht. Und die drei Kohlen schaffen es nicht, das Zeug zu erhitzen, dass die Bowl so aussieht wie hier. Krass. Aber weird auf jeden Fall, dass sein Kopf heiß ist, aber nicht raucht. Ich könnte, weißt du, was meine Theorie dahinter ist? Erzähl. Und ich kann es nicht nachvollziehen, aber das wäre jetzt die erste Idee, die mir kommt. Dadurch, dass er so fluffig gebaut hat und nur manche Flocken Kontakt haben, werden die vielleicht sehr heiß. Und das reicht, das reicht, sodass er einen Reiz in der Lunge hat. Aber es reicht nicht. Reiz reicht, Alter. Aber es reicht nicht, um den restlichen Kopf so krass zu erwärmen, dass es gut raucht. Das kann es natürlich sein, dass der Rest genug Hitze abbekommt. Ja. Ne? Also dann entweder ein bisschen niedriger und ein bisschen höher bauen, wäre jetzt mein erster Vorschlag. Ja. Probieren wir es nochmal. Oh, jetzt geht es aber langsam. Ja, aber mit dem Licht von vorne. Es könnte, ist auf jeden Fall sehr dünn, der Rauch. Ne? Ja. Sehr, sehr dünn. Ja. Also die Rauchentwicklung ist jetzt nicht enorm, aber ganz gut, finde ich. Ist okay. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, die ist schlecht. Man weiß halt auch nie, wie die Lichtverhältnisse sind. Richtig, ne? Aber man merkt, dass irgendwas mit dem Kopf nicht so ganz stimmt. Bei zwei oder anderthalb Kohlen. Ja, 100% ist er auf jeden Fall nicht am Start. Nein. Ja, also Rauchentwicklung müsste meiner Meinung nach ein Ticken mehr drin sein. Aber ansonsten, guter Kopf, guter Aufsatz, angenehme Pfeife. Ist nice. Ja. Ist nice. Also... Erster Kopfbau hier von der Community. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Gut, ja. Vor allem sehr schön gemachtes Video, sehr sympathischer Typ. Echt nice gemacht. Saugut rübergebracht. So, also, Military G hat auch noch ein Video rausgehauen. Das gucken wir uns jetzt natürlich auch an. Zu meinem Kopfbau. Schöne Grüße an Marv und an die Shisha-WG. Liebe Grüße auch zurück, mein Lieber. Sieht aus, als hätte er schon ein paar Mal geübt, ne? So rein, raus, perfekten Kopfbau machen. Ja, oh, ich muss immer hier Pause drücken anscheinend. Ah, nee, es geht. Ohne Scheiß, Respekt, dass du mit einer Hand trotzdem den Kopf baust fürs Video. Das ist richtig schwer. Ja. Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn das ein bisschen Krise wird, so mit einer Hand bauen, ist schon aua. Ja, man sieht, das ist ein Struggle mit der Menge auf der Gabel. Okay, aber ne, schön fluffig, in die Harmony Bowl, sehr, sehr geiler Kopf auf jeden Fall. Immer ein bisschen angedrückt. Oh, vielleicht sogar ein bisschen viel. Das ist aber auch ein Struggle, ganz ehrlich, mit einer Hand. Ja, mit einer Hand stelle ich mir auch echt hart vor. Ja, dafür wird's doch, ne?
Ja, das sieht eigentlich ganz nice aus, der Kopf. Tabakmenge passt. Das ist sehr guter Noppenkontakt. Okay, mehr Tabak. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich schon aufgehört. Okay. Oho. Okay, da wird schön dense gebaut, aber trotzdem ziemlich hoch. Da bin ich mal gespannt, Digga. Also die letzte Tabakladung hätte ich auch nicht reingemacht. Ja. Ansonsten sieht es eigentlich ganz nice aus. Ein bisschen viel gepresst vielleicht. Ich hätte noch mehr. Kleines bisschen. Oh, der meint's gut. Kleines bisschen muss wohl oben links noch hin. Gut, ich hätte den Rand jetzt noch ein bisschen sauber gemacht, aber ja. Ich sag mal, mit einer Hand ist das ein brutaler Struggle. Ja, also für einen Handkopfbau, ne? Ist es echt okay. Sieht gut aus. Ja. Was, noch mehr? Noch mehr! Nee. Doch. Da, rechts um die Kante, wollen wir wetten? Wahrscheinlich, rechts um die Kante. Jawohl. Okay, also für mich vielleicht ein bisschen viel gedrückt. Ja. Rauchen. Ja, ah, okay. Wie ihr schon beim Kopfbau gesehen habt, wir rauchen heute mit dem Hooker John. Und dann nochmal eine Smokebox und drei Kohlen oben drauf. Und ja, die Pfeife. Oh, schön, hast du. Also, ich muss aber sagen, wo ist meine Maus? Ja, und wir kommen zum Rauchen. Der Struggle, wenn man seinen Oberschenkel als Mauspad benutzt. Ich muss sagen, ohne Scheiß, für so viel Kontakt noch 2,5 Kohlen im Lotus 1 hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Warum? Weil es zu heiß Hitze und ist, wahrscheinlich anbrennen, da wird es richtig schlecht. Aber vielleicht, weil er so viel angedrückt hat, vielleicht geht's klar. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall auch cool, dass er sich zeigt im Video noch. Ich dachte, das bleibt jetzt ein reines, ich baue den Kopf und weg. Ja. Ne? Sehr, sehr cool. Ja, was nice. Da bin ich auf jeden Fall mal auf die Rauchentwicklung gespannt. Aber bei so viel Tabak und so viel Hitze kann das eigentlich nur gut werden. Das Einzige, was bei dem Kopf wahrscheinlich Krise sein wird, ist der Durchzug. Ja, definitiv. Man kennt es ja, wenn es hochgeht. Ja. Ich muss dazu noch sagen, wir rauchen, wie gesagt, bei den drei Kohlen, Smokebox oben drauf und ja, zum Rauchen kommen wir jetzt gleich. Kommt schon mal gut Rauch raus. Och doch. Ja. Sehr dicht, sehr heiß. Sehr gut, bin zufrieden. Und so rauche ich halt immer täglich. Ja. Aber Kopfbau war nice, Rauchentwicklung ist auch geil. Ja. Ich könnte mir nur vorstellen, dass vielleicht der Durchzug ein bisschen Ripp ist, weil es schon sehr viel Tabak war. Also ich würde ein bisschen fluffiger bauen, ein bisschen weniger Tabak nehmen, aber ansonsten... Aber hat er gut gemacht. Ja, ne? Dass da was kommt. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, Digga. Sehr, sehr geiles Video. Schöner Kopf, schöne Smokebox. Man hat die Pfeife leider gar nicht ganz gesehen. Das war eine Hustler Hooker Pinocchio. Ach doch, stimmt, die Hustler, ja, stimmt. Und wir sind immer noch bei 100%. Und wieder ein Funnel. Wieder ein Funnel, wieder ein Oblako. Schöner Oblako M in dem Drachenschuppendesign. Sehr, sehr nice. So. Ja, klar. Und auch wieder mit der Gabel. Faddelstopf in die Mitte, damit nichts ins Loch fällt. Dann eine schöne Bergbundgabel am Start. Locker fluffig den Tabak reinlegen. Also und der Mann ist schnell. Also für jede Bar, die mir sagt, Funnel bauen dauert lange. Ja, ist echt so. Ne? Guck dir das Video an, Digga. Ja, kannst was lernen. Ja, und man müsste eigentlich noch davon ausgehen, so egal wie viel er raucht, dass ein Hooker-Master in der Bar schneller ist. Ja, definitiv. Ja. Ah, sehr geil. Poker rausnehmen und dann angenehm mit verteilen. Sehr, sehr nice. Und er baut ebenfalls auf Noppenkontakt. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn er das einmal gedreht hat, wie tief der Rand effektiv unten ist. Es sieht auch noch so aus, als würde der Tabak so ganz leicht schräg liegen. Aber vielleicht macht er das Druck da. Das angesträgt hat. Ja, hinten sieht es schon deutlich geiler aus, wo er schon war mit dem Poker. Das ist nice. Was hältst du von einmal Siva Blut gegen Blut? Finde ich geil. Ist guter Tabak geworden. So, auch da wird nochmal ein bisschen Tabak nachgelegt. So, also wird alles schön verteilt. Aber es sieht gut aus. Sehr angenehm. Sieht echt gut aus bis jetzt. Ich bin gespannt, ob wir es nochmal aus einem anderen Winkel sehen. Aber bis jetzt... Nicer Kopfbau auf jeden Fall. Und Scheiß, da bin ich sehr, sehr froh drum. Finde ich sehr geil, dass wir hier keine Abbas-Kopfbau am Start haben. Ja. Schön den Rand sauber machen. Ist der erste, wo wir richtig sehen, dass er gegen den Rand sauber macht. Das sieht gut aus. Ja. Ist aber nur ein ganz leichter Noppenkontakt. Ja. Und schön auf der Buka. Und? Kalaub Lotus 2. 2 rum. Ah, okay. Ey, das würde sogar erklären, warum er jetzt für Noppenkontakt relativ flach gebaut hätte, weil der Lotus 2 hat ja den Ring, der sitzt ein bisschen tiefer und dann wird er so wenigstens noch durchzukommen. Und ein Seattle Seahawk-Fans. Ja, sehr, sehr geil. Aber das erklärt das jetzt ganz gut, finde ich. Und Rauchentwicklung sieht nice aus. Die Bowl ist auch gut gefüllt. Ja, man sieht keinen Tauchrohr. Doch, Rauchentwicklung, brutal.
Doch, auf jeden Fall. Mega gut. Also der mehr, Kopf. Mehr als bei mir gerade, deswegen lege ich jetzt auch meine Kohle nach, Leute. Vom Rauchverhalten würde ich sagen, war das so bis jetzt mit der beste Kopfbau.